Hallo und herzlich willkommen zurück zum Tag 18 der Konrad-Kalender-Experimente-Reihe 2014 mit Let's Do It Navies. Wir kommen direkt zum Tag 18. Der befindet sich hier. Vielleicht mit etwas Glück da. Wir haben eine neue LED. Das heißt neu, wir haben glaube ich schon eine gelbe LED. Mal schauen. Ja, doch, haben wir schon. Aber ist nun mal so. Gut. Was sagt unsere Anleitung für heute? Sie sagt, wir bauen einen Lichtsensor. So wie ich das sehe, behalten wir die grundsätzliche Schaltung bei von gestern. Finde ich in diesem Fall nicht sonderlich schlimm, denn das ist mal durchaus eine interessante Idee, die wir jetzt hier haben. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir bauen die LED, die wir jetzt bekommen haben, falsch herum ein. Dadurch leuchtet sie nicht. Aber auf diese Weise reagiert sie auf Licht und lässt Strom fließen. Nun haben wir ja gestern festgestellt, dass diese doppelte Transistorschaltung, die wir hier haben, dazu führt, dass der winzig kleine Strom, der durch unsere Haut fließt, verstärkt wird, sodass ein zweiter Transistor halt geschaltet wird. Das soll diese LED genauso können, und zwar mit Licht. Wir sollen diese dafür falsch herum einbauen. Ich biege einfach mal die Beine auseinander und benutze das so, wie es ist. Einfach, indem ich die Sachen so reinstecke. Vielleicht auch nicht. Ich will mal kurz sehen, ob die LED andersrum leuchten würde. Müsste sie aber. Naja, die Kamera gibt es nicht so her, aber man sieht es. Ja, man sieht es. Sie leuchtet tatsächlich, wenn man sie richtig rum einbaut. Natürlich fließt dann auf jeden Fall Strom, wodurch die Schaltung ausgeführt wird. Jetzt bauen wir die Sache andersrum ein. So. Wir sehen jetzt schon, die rote LED ist an. Wenn ich jetzt meine Hand drüber halte, geht diese aber aus. Ich kriege sie nicht dunkel genug, dass sie ganz ausgeht, aber sie geht schon mehr aus als eigentlich nötig. Finde ich gut. Spare ich mir in Zukunft ein paar Fototransistoren, die sind nämlich etwas teurer. Und kann eigentlich auch eine solche LED benutzen als Lichtsensor. Von daher gefiel mir diese Folge jetzt heute ganz gut. Aber wollen wir hoffen, dass Konrad in den nächsten Tagen diese gleiche Schaltung nicht noch weiter auslutscht. Ich meine, gut, das ist ganz witzig. Aber wenn jetzt nicht noch was super Neues kommt, wird es dann auch langweilig. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall begeistert von der Idee, eine LED falsch rum verbaut als Fotodiode nutzen zu können. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns morgen zum Tag 19 wieder. Bis dann, euer Nevis.